Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Gesundheit. Bei diesem Legung und das ist von mir entwickelten Legesystem schauen wir die Gesundheit an. Es ist keine Diagnose und ich möchte auch niemand heilen. Das ist gar nicht meine Aufgabe, sondern ich möchte die Heilung unterstützen. Also bitte, wenn ihr gesundheitlichen Problemen habt, geht ihr zum Arzt oder Heilpraktiker und vertraue diese Personen, die das auch können und gelernt haben. Ich habe nicht diese Absicht, diesen Platz einzunehmen, sondern ich möchte eine Unterstützung geben, ein bisschen Klarheit bringen oder eine Hilfestellung. Also das ist nur als Ergänzung da. Keine Diagnose, keine Heilung hier, sondern eine Art Unterstützung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung Gesundheit, was selbstverständlich anonym bleibt, mein Honorar beträgt 25 Euro. Osiria ist die mediale Name. Liebe Osiria, ich grüße dich, das ist dein Video. Und ich möchte mich bedanken für deine Treue. Ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Dein Thema ist Nahrungsunverträglichkeit und dein Arzt sagt, das kommt von Amalgam und Amalgam besteht aus Quecksilber. Und dann hast du noch Themen im Bereich Sexualität. Und ich habe auch die Horoskop angeschaut nach indischen Astrologie. Du hast diesmal die indischen Astrologie gewählt. Aber bevor ich das astrologisch beschreibe, kommt deine persönliche mediale Botschaft. Du suchst deinen Platz in deinem Leben, wo du immer wieder zurückziehen kannst. Orientiere dich in die Ferne. Die Sexualität kommt noch. Du machst nichts falsch. Die anderen Thema ist die Ernährung. Dein Arzt hat das verstanden. Er hat recht. Dein Körper wehrt sich. Jetzt weißt du, warum diese Themen hast. Jetzt schauen wir das astrologisch an. Du hast diesmal die indische Astrologie gewählt. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Die berücksichtigen, dass unser Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat und diese Berechnung ist präzise übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Dein Aszendent nach dieser Berechnung ist die Tierkreiszeichen Skorpion im Grenzbereich zum Schütze, aber noch im Skorpion. Das ist natürlich die Wandlung, die magische Anziehungskraft und hier liegt die ganze Magie, die inneren Kraft zu haben, das Leben erhalten zu bleiben, die regenerierende Kraft. Und das hat mit Sexualität auch was zu tun, weil die Sexualität ist absolut notwendig, das Leben erhalten zu bleiben. Und dieser Aszendent Skorpion verleiht auch eine gewisse erotische, magische Anziehungskraft, weil Aszendent ist das, was du nach außen trägst, so bist du wahrgenommen.
In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Das ist nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Und dazu erzähle ich nochmal diese Geschichte, was ich fast bei jedem Beratungsvideo erzähle. Das ist die Hintergrundinformation von der indischen Mythologie. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini, eine hübsche junge Dame, und macht einen Heiratsantrag, und die zukünftige Schwiegervater sagt: Nun, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst auch ihre Schwester, auch alle heiraten. Und der Mond heiratete 27 Frauen, 27 Geschwister, und jeden Tag besucht eine von diesen Frauen. Und das ist die Tagesbewegung des Mondes, und jede Frau verkörpert anderen Eigenschaften. Und dein Aszendent, was dein Auftreten ist, wie du dich selbst auch präsentierst nach außen, befindet sich in Skorpion, und dieses Mondhaus heißt Ishtar, und sie war die älteste Frau von den Geschwistern. Und diese älteste Schwester bekommt Respekt, bekommt Ansehen und ist sehr klug und weise. Das sind die positiven Eigenschaften. Aber wenn du das Gefühl hast, du siehst älter aus oder hast ein Thema mit Altwerden, dann schau gegenüber, weil gegenüber ist Rohini, die Jüngste, die große Liebe des Mondes, und versuch das im Gleichgewicht zu bringen. Also kein Thema zum Haben, alt zu werden, sondern bleib in dieser inneren Ruhe, inneren Harmonie, und nützt diese positive Eigenschaften wie Weisheit, Respekt, Ansehen, und das hast du verdient und bekommst du auch. Nach diesem Berechnung, nach diesem indischen Berechnung, hast du die Sonne in Tierkreiszeichen Krebs, und dieses Mondhaus heißt Pushya, und dieser Pushya beschreibt Dankbarkeit, starke Intuition, auch das Gefühl zum Haben, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln, aktiv zu werden, und wann ist der richtige Zeitpunkt zur Ruhe kommen, zurückziehen. Dein Venus, das ist die weibliche Energie, dein Venus befindet sich in diesem Horoskop im Löwe. Natürlich ein Löwe, Venus möchte das Leben, möchte im Mittelpunkt stehen und braucht auch Bewunderung und braucht diesen Glanz. Und dein Venus befindet sich in einem Mondhaus, und dieser Mondhaus heißt Purva Palga und beschreibt die Vergangenheit, auch das Reifen lassen und alles vollenden. Und das bedeutet, alles braucht Zeit und du kommst ins Ziel. Du musst nur geduldig sein, reifen lassen, und das prägt sich in dein Liebesleben. Dein Mond, was deinen Gefühlen symbolisiert, befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, im Grenzbereich zwischen Fischen und Widder. Und hier ist die Mondhaus Revati, und das ist der letzte Mondhaus, und das ist die Vollendung. Es kommt alles in einen krönenden Abschluss. Also heißt Erfolg, du kommst ins Ziel, und dieser Mondhaus ist die Quelle, was nichts anderes ist als die Intuition, also handel intuitiv.
Und jetzt möchte ich etwas sagen über diese Krankheit. Wie ich das jetzt astromedizinisch beschreiben möchte. Die Planeten Sonne und Mond sind zum Metallen zugeordnet. Sonne und Mond sind zum Edelmetallen zugeordnet. Sonne symbolisiert das Gold, Mond symbolisiert Silber. Und weil hier der Arzt sagte zu dir, dass die Ursache dieser Nahrungsunverträglichkeit ist Amalgam, was nichts anderes ist als Quecksilber, dieser Metall Quecksilber ist zugeordnet zum Merkur. Und ich habe geschaut, wo steht Merkur in dein Horoskop. Merkur befindet sich in dein Horoskop im Tierkreiszeichen Krebs im Lebensbereich große Reisen. Das kann Ausland sein, aber kann auch eine innere Reise sein. Und Merkur ist natürlich auch das Wissen, dieser höheren Wissen wird hier auch vermittelt, aber auch die Ferne. Merkur steht in dein Horoskop in eine enge Verbindung zum Uranus, auch im Tierkreiszeichen Krebs. Das heißt, sie bilden sich eine Konjunktion, sie wirken zusammen, gemeinsam. Und Merkur, also Quecksilber, ist zu Merkur zugeordnet. Aber kommt noch dieser Uranus-Einfluss auch dazu. Die Mondhaus, wo sich die beiden befindet, auch Merkur und auch Uranus, dieser Mondhaus heißt Ashlesha, übersetzt heißt es Umarmung. Und die Symbol für dieses Mondhaus ist eine Schlange. Und das symbolisiert die Energie, die Kundalini-Energie. Und das ist eigentlich zwei Schlangen. Die eine zieht die Energie nach unten, das ist die Angst oder Zweifel. Und dann kommt die Wandlung, Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all diesen Gefühlen loslassen, dann in innere Ruhe, in inneren Kraft bleiben, dann steigt diese Energie nach oben. Und das ist diese Wandlung und Merkur-Uranus zeigt, du hast hier ein Thema Wandlung. Und diese zwei Schlange hat auch eine Geschichte aus der griechischen Mythologie. Und ich möchte diese Geschichte erzählen. Diese zwei Schlangen steht in Verbindung zum Schlangenträger und das ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt. Und dieser Asklepios ist der Sohn von Sonnengott Apollo. Er ist dieser himmlische Arzt und er hat eine große Aufgabe. Er muss der Königssohn retten, heilen. Und dieses Kind, der Sohn von König, ist in einen Honigtopf gefallen und ist am Sterben. Und Asklepios muss dieses Kind heilen. Und dann kamen zwei Schlangen entgegen. Die eine Schlange trägte die Gift in sich, der anderen Schlange trägte die Heilkräuter in sich. Und Asklepios musste eine sehr wichtige Entscheidung treffen, mit welchem Mittel heilt er das Kind. Zum Glück hat Asklepios die richtigen Mittel verwendet
und mit diesem Heilkräuter heilte das Kind. Und diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Dieses Gift ist die Lüge und die Heilkräuter ist die Wahrheit. Und in unserem Leben kommt beide Schlangen entgegen. Und woran glauben wir? Wenn wir alles glauben, was erzählt wird, dann sind wir wie dieses Kind, fallen wir in diesem Honigtopf. Weil eine Lüge kommt immer honigsüß verpackt. Schöne Worte. Und hier ist wichtig, die Entscheidung treffen oder vorsichtig sein. Und diese Geschichte kann ich auch in Verbindung setzen zu diesem Mondhaus, wo dein Merkur befindet. Und Merkur hat mit Worten etwas zu tun, das ist die Kommunikation. Und achte darauf, in welchen Kontakten du pflegst oder welche Nachrichten hörst, woran liegt die Wahrheit und was ist eine Lüge. Und das ist diese Wandlung. Wenn du alles in dich hinein frisst, ich sag mal, diese Lügen auch, das ist auch wie ein Gift im Körper. Also bleib immer in Wahrheit. Und die Wahrheit, das, was du verdrehst, die Lüge kommt immer von außen. Aber zurück mal zu diesem Mondhaus. Wie ich schon sagte, die Übersetzung ist wie eine Umarmung und das Symbol ist diese Schlange. Dieses Mondhaus vermittelt noch etwas. Vereinigung, Trennung. Vereinigung, Trennung. Und all das, was die Wahrheit entspricht oder Menschen, die die Wahrheit sagen, das sollst du befestigen. Das ist die Vereinigung. Und die Menschen, die dich anlügen, das ist die Trennung. Und das ist diese Wandlung, vielleicht sogar Lernaufgabe. Aber zurück zum Merkur und zurück zu diesem Quecksilber. Merkur herrscht astromedizinisch über den Atemwegen und das hat auch mit Sprache auch was zu tun und herrscht über Lungen, aber auch im Nervensystem. Zwar die somatische Nervensystem. Warum ist dieser Unterschied? Weil Uranus herrscht astromedizinisch auch über die Nervensystem, beide. Sie wirken beide zusammen. Und Uranus herrscht über die Nervensystem und Merkur außer Lunge und Atem herrscht auch über die Nervensystem, aber anderes. Uranus beherrscht die vegetatives Nervensystem, steuert alles und Merkur herrscht über die somatische Nervensystem. Der Arzt kennt sicherlich den Unterschied. Also ich kann nicht in die Tiefe gehen, so weit reicht mein Wissen nicht. Aber so kann ich das astromedizinisch beschreiben. Und gerade in diesem Bereich, wo Merkur ist, und in diesem Bereich, wo Uranus ist, wo dieses Nervensystem auch steuert und beherrscht, steht auch deine Sonne. Und Sonne symbolisiert der Vater, also auch Vaterthemen. Kann auch ein Hinweis sein, dass du von Kindheit auch etwas noch aufarbeiten sollst. Was noch wichtig ist, deine Lernaufgabe, was Saturn erteilt, weil Saturn ist auch rückläufig und diese Rückläufigkeit bedeutet karmische Lernaufgabe. Saturn steht bei dir in die Schütze und Schütze hat einen Zusammenhang mit Ausland oder höheren Wissen und dieser Bewegung. Und
Schütze und Saturn befindet sich im Horoskop in einem Lebensbereich, was wir Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen nennen. Hier hast du die Lernaufgabe zu deinen Werten stehen. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Wie ist dein Wohlbefinden? Das zeigt diese Karte an. Die Münzen symbolisieren die Erdeelement und das bedeutet Realität, Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität. Du hast diese Bedürfnis, weil dann fühlst du dich wohl. Hier in diesem Bild erscheint die Zahl 5. Wenn das die Zahl 4 wäre, dann steht im Einklang zu dieser Stabilität, zum Struktur, weil die Zahl 4 sagt aus, das heißt Hand und Fuß, das steht stabil. Aber bei Zahl 5 kommen Einflüsse von außen. Und diese Einflüsse von außen sorgen dafür, dass du dieses Gleichgewicht, dieses Sicherheitsgefühl verlierst. Hier im Bild erscheint ein Burg und ein kleineres Haus. Das kann ein Hinweis sein auf deinen Wohnort, aber auch die Größenordnung. Die eine ist viel, viel kleiner und diese Burg ist viel größer. Und dann kommen wir näher auf diesem Saturn-Energie. Sei mit deinen Werten bewusst. Sei mit deinen Größen bewusst. So kommst du in Harmonie. Vergrößerst dich, aber innerlich. Dein Herz. Das betone ich auch immer wieder. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, auch kein Heilpraktiker. Es ist gar nicht so mein Gebiet Heilung. Aber mein gesundes Menschenverstand sagt, bei Heilung ist immer wichtig, auf das Herz zu achten. Warum? Weil Herz ist das Zentrum unserem Körper. Und das Herz steht in Verbindung zum Sonne und das symbolisiert unserem Selbst. Und das Herz ist eine Schatztruhe. Ich nenne das als Schatztruhe, weil da sind die Schätze verborgen. Hier liegt alles, was wir lieben. Die Liebe, Partnerschaft, Liebe zu Kindern, zu Eltern, zu Familie, zu Natur, zum Hobby, zum Berufung, zum Kunst, zum Kreativität, zum Sport. Jeder Mensch liebt was anderes. Und das wahrzunehmen, das zum Öffnen, diese Schatztruhe öffnen, das Herz öffnen dafür, begleitet uns, weil das macht uns glücklich. Und wenn jemand glücklich ist und kann aufatmen und kann lachen, das unterstützt die Heilung. Was sagt dein Herz? Hier die Kelchen symbolisieren deine Gefühle, deine Intuition, deine Inspiration, deine Träume, deine Visionen. Aber die Zahl 8 sagt auch etwas aus. Das sind die Höhen und Tiefen, die Achtelbahn, die Gefühle. Du brauchst die innere Ruhe, du brauchst diese Balance und diese Suche. Dieser Mann sucht etwas und das hat eine symbolische Bedeutung jetzt auf dein Herz. Du suchst die Schätze in deinen Herzen und du möchtest das auch leben, weil du möchtest das aufbauen. Also schau da genau hin und fülle diese Kelche mit dem Themen, was du liebst. Was könntest sofort umsetzen? Jetzt schon in die Tagen, was schon dazu führt, dass du dich besser fühlst.
Die Kelchen symbolisieren die Gefühle und die Gefühle gehören zum Wasserelement. Das ist wie ein Ozean. Das symbolisiert unsere Gefühle. Und dieser Ozean ist entweder still oder stürmisch. Und hier in diesem Bild sind Wellen, hohe Wellen. Und du sollst dafür sorgen, dass in die Wasser still ist. Und wie erreichst du das? In inneren Ruhe und im inneren Gleichgewicht beruhigt sich das alles. Das ist die schnellste, was du deinen Heilungsprozess unterstützen kannst. Langfristig, was könntest du tun? Das ist der Rückzug. Und im Hintergrund, diese Steine können auch ein Symbol sein zu deinen Zähnen. Und dieser Rückzug, entferne oder lässt es entfernen, diese Amalgam von deinen Zähnen. Dann langfristig wird das dein Heilung sein. Und nicht nur das, sondern dieser Rückzug kann ein spiritueller Weg sein. Dieser Rückzug kann auch Meditation sein. Dieser Rückzug kann auch die Erholung sein, damit du zur Ruhe kommst, zum inneren Kraft. Warum? Weil in Ruhe liegt die Kraft. Was unterstützt dich bei Heilung noch? Dieses Bild zeigt wieder die Kelchen. Und die Kelchen haben einen Bezug zum Wasserelement, also symbolisiert die Gefühle. Dass du deinen Gefühlen lebst und lebst die liebe Partnerschaft. Die Zahl 7 heißt, du hast diese Chancen, aber nicht mit dieser Haltung. Ändern deine Haltung zum liebe Partnerschaft. Nicht niederbeugen, niemals niederbeugen, auch nicht auf den Boden schauen, immer Auge zu Auge, immer im gleichen Augenhöhe bewegen. Und was ist noch wichtig? Das wie dein Mondhaus. Diese Jeshta in dein Aszendent, die älteste von Geschwistern, fühle dich nicht alt, sondern schau gegenüber, weil das spiegelt dir etwas. Das ist Rohini, diese hübsche junge Dame, diese jugendliche Frische. Fühl dich jung, vital. Was dir noch hilft, dieses Holz im Hintergrund, weil du hast einen Bezug zum Baum, du hast einen Bezug zum Holz. Und das natürlich tut dir auch gut für deinen Gefühlen, begleitet dich bei dieser Heilung. Was tut dir weh? Das zeigt diese Herrscher hier. Entweder suchst du einen Mann, den du aufschauen kannst, weil dieser Mann beherrscht sein Leben. Oder du sollst dein Leben, deinen Gefühlen beherrschen und diese Macht auch zeigen. Dieser Herrscher kann auch Vaterthemen sein, dass er, dein Vater, über dir geherrscht hat oder befehlt dir, hat dir etwas befohlen. Kann auch bedeuten. Ich bin davon überzeugt und ich betone wieder, ich bin kein Arzt oder Heilpraktiker, aber das ist meine Überzeugung, dass die Krankheit ist die Sprache der Seele und spricht uns. Ich könnte sogar behaupten, dass wir oft dankbar sein sollen, dass die Körper reagiert und spricht uns etwas, weil das ist immer ein Hinweis, was sollen wir verbessern in unserem Leben. Wir sollen das genau untersuchen. Und dann wissen wir, ah ja, okay, jetzt habe ich verstanden, ich muss etwas in meinem Leben verändern, verbessern. Natürlich kommt da auch diese Heilung, weil wir verstehen dann, was sagt diese Krankheit.
Was sagt deine Krankheit, dass du dich wehren sollst? Nicht alles gefallen, so wie dein Körper wehrt sich auch von dieser Nahrung. Du musst nicht alles schlucken in dein Leben, sondern dich auch mal wehren oder sagen, mal klar und deutlich, nein. Deinen Gedanken zeigt dieses Bild an, bedeutet auch, worüber sollst du Gedanken machen. Du bist die Königin, du bist die Königin in deinem Leben und du sollst wie eine Königin fühlen. Das sind die Kelchen, die Gefühle. Aber wenn du dich klein fühlst, dann stolperst du. Also ändere deinen Gedanken. Die Behandlung. Welche Behandlung ist für dich wichtig? Lauf davon oder entferne das. Hier in diesem Bild ist diese Dame, entfernt sie sich von diesem Haus, sie läuft davon. Also du wirst nicht davonlaufen, sondern bedeutet, entferne etwas von deinem Körper. Und so wie dein Arzt das auch gesagt hat, das ist diese Amalgamfüllung in deinen Zähnen. Wer hilft dir oder was hilft dir? Das ist das Holz und auch die Münzen, deine Berufung, Leben. Dieser Baum bedeutet auch, fühl dich sicher und sorg dafür, dass dieser Wachstum kommt, weil das wächst und dehnt. Aber du stoßt in deinen Grenzen und das zeigt hier die Zahl 9. Warum stoßt du dich in deinen Grenzen? Weil du kannst dich nicht ausdehnen. Du ziehst immer mehr zurück. Also vertraue, dass du deine Berufung lebst und auch, dass du in finanzieller Sicherheit lebst, weil dieser Baum trägt Früchte. Dieser Baum trägt das Geld. Und auch diese Geduld zu haben, ein Baum, bis er wächst und dehnt und Früchte trägt, braucht Zeit. Also brauchst auch eine gewisse Geduld. Liebe Osiria, das war diese Legung Gesundheit. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.